Gerrit. Gerrit. Wir sind hier in Schubü, in der Nähe von Schleswig, das ist in Schleswig-Holstein. Und hier gibt es Schleswig-Holsteins einzigen Händler für Velomobile. Okay, man kann es schon sehen. Das sind so Fahrräder, Liegeräder mit Karosserien. Die sehen so ein bisschen aus wie Rennautos der 20er Jahre oder schon vorher. Allerdings. Rennautos der 20er Jahre, na gut. Aber ja. Nein, das ist natürlich was völlig anderes, was wir hier machen. Aber ja, wir wollten die eigentlich schon für den alten Kanal fahren, weil es ja darum ging, ich pendel zweimal 30 Kilometer seit Januar und Velomobil wäre ja eine Option gewesen. Jetzt habe ich mich erstmal anders entschieden, aber ich wollte trotzdem diese Probefahrt machen. Deswegen ist Axel da, der verkauft die nämlich und fährt auch selbst eins. Und genau, du kannst mal zu an die Seite kommen. Und dann gibt es noch einen uralten Velomobilisten. Du machst das, kannst gleich mal erzählen, wie lange du das schon machst, Hank. Ja, wir sind hier zusammen und uns wird endlich mal interessieren, warum überhaupt Velomobil? Wie seid ihr dazu gekommen und was macht das Velomobilfahren für euch aus? Ja, ich fange einfach mal an. Für mich war Velomobilfahren eine Alternative zum Zweitwagen. Ganz einfach. Vorher, ich komme eigentlich aus Flensburg, bevor ich hierher gezogen bin. Und ich arbeite in Kiel und das war eine Strecke von etwas über 40 Kilometer. Bin ich anfänglich mit dem Rennrad gefahren und dann kam aber immer schlechtes Wetter dazu und ähnliches. Und ja, dann hat sich das ergeben, dass man auf ein Velomobil gestoßen ist. Ich konnte eins käuflich erwerben, das ist jetzt 5 Jahre her. Ja, dann bin ich anfänglich einmal damit zur Arbeit gefahren, habe nachher gemerkt, das kann man jeden Tag machen. Und Konsequenz war, dass ich den Zweitwagen verkauft habe, mir noch ein neues Velomobil gekauft habe, was noch ein bisschen schneller war. So. Und zack, wird man Händler, oder? Nein, mit dem Händler war ja eher so, dass ich mir dann das Schrauben so ein bisschen eher beigebracht habe, mal die Kette wechseln und dies und das. Andere haben davon mitbekommen und dann sollte ich plötzlich für andere schrauben und dann wollte man auch mal ein neues Velomobil haben, gab es aber keinen Händler hier und naja, dann kam das eine zum anderen und da ganz Schleswig-Holstein ein Händler war und auch in Dänemark keinen Händler gibt, da habe ich gedacht, okay, werde ich mich mal mit beschäftigen und ja, jetzt bin ich der einzige Händler hier in Schleswig-Holstein für diese Art von Velomobil. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist das für dich das Größte am Velomobilfahren eigentlich? Die Geschwindigkeit natürlich gegenüber den normalen Aufrechtfahrern, weil man einfach aufgrund der Aerodynamik schneller ist. Ja. Ich fahre mit über 40er Schnitt zur Arbeit. Ne? Ja, das ist einfach so. Und ich bin, was noch ein zweiter Aspekt ist, wirklich wetterunabhängig. Ne? Also ich kann wirklich bei Sonnenschein losfahren, ich kann in den Regen reinkommen, das macht mir überhaupt nichts. Ja. Das ist eigentlich so das wichtigste Argument. Und natürlich ein Fahrzeug weniger. Ne? Das stimmt. Und ohne E. Genau. Darf auch immer nicht vergessen. Viele sagen mal und fragen, wo ist denn der Motor? Ja, sag ich, hier 500 Watt, da 500 Watt und dann, ja. Genau. Super. Ja. Hank, wie bist du zum Velomobilfahren gekommen? Ja, bei mir war es der klassische Rennwagen-Effekt. Ich war 3 Monate in Israel und saß im Hotel und hatte 99% des Internets durchgeguckt. Und dann stieß ich auf das letzte verbliebene 1% und da sah ich ein Bild und da habe ich direkt gesagt, haben wollen. Okay. Ja, und dann kriegte ich 3 Monate später eine Leistungszulage, Einmalzahlung, die passte genau für ein günstiges Modell und dann bin ich nach Holland gefahren und mir ein günstiges Modell gekauft. Das war schlecht. Und dann habe ich mir 2 Jahre später was Besseres geholt und dann ging das so vor sich. Ja. Und wie viele Kilometer bist du seitdem gefahren? Also leider lange nicht so viel wie Axel, da ich so viel abwesend bin und einfach dann oft lange Pausen dazwischen habe. Ja. Aber du hast dieselben Gründe gehabt quasi, die Geschwindigkeit. Genau,
das, genau, das Fahren. Ursprünglich waren es bei mir irgendwie 20 Kilometer Arbeitsweg. Das war dann ganz einfach. Das war dann meistens zu kurz, hat man erweitert. Und so habe ich halt auch 35 Kilometer Arbeitsweg. Das kannst du halt auch angenehm mit dem Rad fahren, wenn dir nicht gerade Leute das verleiden, weil sie der Meinung sind, dich verziehen zu wollen. Also. Ja, okay. Ein wichtiger, vielleicht noch nennenswerter Aspekt war für mich auch, ich bin gerne lange Strecken gefahren, auch mit dem Rennrad. Und als ich dann, ich glaube, vor 5 Jahren dann auch die Mecklenburger Seenrunde gefahren bin, das ist so 300 Kilometer, und direkt danach die Vettern-Rundfahrt, und ich nach 200 Kilometern eigentlich nur noch von einem Masseur zum anderen gerannt bin, war für mich das lange Streckenfahren eigentlich mit Rennrad erledigt. Und ja, hier fängt man eigentlich bei Langstrecke erst an, wenn man mindestens 200 Kilometer fährt. Und du bist ja selber vorhin schon mal drin gelegen, und es ist einfach so, diese ganzen üblichen Probleme, die man auf dem Rennrad hat, das fängt ja beim Nacken an, bei Handgelenken und natürlich der Poscher, das hast du alles hier beim Velomobilfahren nicht. Ne? Man liegt wie in einer Sänfte, man fährt einfach so vor sich hin, und selbst ohne Druck auf dem Pedal fährt man ja 35er Schnitt. Ne? Take my money. Genau. Als ich mein zweites damals gekauft habe, das habe ich auch nur dann am ersten Tag rudimentär auf mich eingestellt, und das hatte ich aus Holland gekauft, und dann sind wir auf dem Weg bei meinen Eltern vorbeigefahren, und dann ist meine Frau mit den Kindern mit dem Auto zurück nach Hause gefahren, und ich bin halt die 350 Kilometer mit dem Rad nach Hause zurückgefahren. Auch üblich, Leute, die hier ein Velomobil kaufen, teilweise 400 Kilometer Anreise, die bringen alles mit, und die Überführungsfahrt ist direkt aus dem Kalten heraus ins Velomobil rein, wird eingestellt, alle Sachen mit, und fahren damit dann nach Hause. Ob sie dann mit einer Übernachtung machen oder mit zwei, da dahingestellt, aber die meisten, und das ist schon fast, gehört schon fast schon zum guten Ton, ein Velomobil wird direkt persönlich übergefahren, wird nicht abgeholt auf dem Anhänger oder so. Das ist einfach so, man kann das. Ja, würde ich gerne mal das Velomobil vorstellen. Hier das Böök. Eins der schnelleren Velomobile, die wir so auf dem Markt haben. Der geht so bis 1,88 Meter, 1,90 Meter die Personen, die da reinpassen. Zurzeit haben wir hier so einen geteilten Deckel drauf. Den gibt es natürlich auch mit Haube. Angetrieben, es ist eigentlich normale Fahrradtechnik. Das sieht immer alles kompliziert aus, aber es ist eigentlich nichts anderes. Wie bei einem normalen Rennrad vorne habe ich, da kann man mal ganz gut reinschauen, hier die Kurbel, ein bisschen anders dimensioniert, das Kettenblatt, das haben wir jetzt hier mit einem 70er Kettenblatt drin, bei normalen Rennrad sind das so 52, und es ist eine ganz lange Kette, die Kette ist fast dreimal so lang, die geht bis nach hinten, und wenn wir jetzt hier mal aufmachen, sehen wir auch schon ganz normal das Schaltwerk, was wir auch aus dem normalen Rennradbereich kennen. Und hier hinten eine 12-Fach-Kassette mit dem kleinsten Übersetzung 11 zu 52. So kann man eigentlich auch ganz gut die Berge hochkommen. Antrieb, Lebensdauer. Man kann fast sagen, dass die Kette, da sie ja komplett gekapselt ist, es kommt ja kein Dreck an diese Kette heran. Man sieht ja vorne den Antrieb. Dann haben wir hier diese Kettenleitrohre, die ja die Kette gegen, ich sag mal, herabtröpfenden Schweiß oder Ähnliches schützt. Und dann haben wir hinten den Antrieb. Und die Kette, die hält mindestens 20.000 Kilometer. Also ich habe auch keine Mehrkosten dadurch, dass ich drei Kettenlängen habe, weil die Ketten logischerweise auch dreimal so lange halten. Ne? Und es ist ja alles gekapselt. Das heißt, viele sehen das ja gar nicht so. Wenn es regnet, bin ich hier drin trocken. Die Vorderräder sind komplett gekapselt. Das Hinterrad ist gekapselt, und bei strömendem Regen kommt hier in dieses Velomobil kein Wasser rein. Das einzige Wasser, was ich dort wiederfinde, ist mein eigener Schweiß vom Fahren. Ja. Also nicht mal Spritzwasser durch die beiden Löcher vorne im Boden oder so? Nein, okay. Die beiden da unten, nö, die machen nichts. Das ist auch eher, dass da mal was rauslaufen kann. Ne? Ja. Also es ist wirklich so. Macht es sogar Spaß, im Regen zu fahren. Man hört sich doof an, aber es ist so. Weil besonders, wenn ich dann an der Fähre in Seestädt bin oder mal in Schachtaudorf oder so, und dann kommen nämlich die Neider,
Weil alle, die vorher, Velomobil, aber in dem Augenblick, wo ich im Regen an denen vorbeifahre und die plitschnass sind und ich einfach nur. Und der Regenjacke. Genau, und ich einfach nur mal da meine Haube hochlupfe, regnet das draußen, so nach dem Motto, dann kommt dann doch mal ein bisschen Neid auf. Von innen, viele meinen immer, man bräuchte bei so einem Velomobil unbedingt ein Polster, um sich da bequem reinzulegen. Das braucht man nicht. Hier ist es so, dass wir erstmal so eine komische Lenkung haben, das nennt sich Tiller. Hier vorne haben wir die Bremse und im Endeffekt wie bei jedem E-Bike, wir haben hier die Schaltung und wir haben eine Hupe, Achtung, nicht erschrecken. Wir haben ganz normal einen Blinker links und rechts. Wir haben hier so eine Doppelbremse, die vorne gebremst wird. Vorne haben wir zwei Trommelbremsen drin, jeweils 90 mm. Damit komme ich genauso schnell zum Stehen wie ein normaler Pkw. Man darf ja nicht vergessen, man hat die Geschwindigkeiten teilweise mit 60 km/h. Und beim Sitz, ja, das ist ein sehr leichter Schalensitz, Vollcarbon, super bequem und man braucht ja auch kein Polster. Wenn man da drin liegt, man könnte da drin auch schlafen. So bequem ist das, ja. Was haben wir noch? Wir haben hier Armstützen drin, sodass man wirklich beim Fahren dann auch sogar die Arme ablegen kann. Man hat hier Gepäckfächer. Mal raus hier nochmal. Man kann hier Ersatzteile reinpacken. Ich habe zum Beispiel immer Ersatzschlauch dabei. Eine kleine Jacke, falls mal stehen bleibt. Hier hinten noch so Ersatzschläuche, Ersatzmantel, ein bisschen Werkzeug. Ja, was man halt so braucht. Die Spiegel hier, die sind von mir selbst gebaut worden. Ich habe einen 3D-Drucker und mit vernünftigem Filament, sodass es auch bei Wärme nichts passiert, sehr stabil, habe ich selber gemacht. Und hier drin zum Beispiel ist ein innenverstellbarer Spiegel. Und die Besonderheit bei diesen ist sogar noch, dass ich hier hinten Positionslampen habe, um einfach die Breite des Fahrzeuges bei Nachtfahrten noch ein bisschen besser darstellen zu können. Sonst habe ich ja nur in der Mitte die eine Lampe und jetzt habe ich so richtig schön breit helles Licht von vorne. Man wird gesehen. Ja, das ist ja immer so ein gängiges Vorurteil, dass das heißt so, oh, man ist so flach direkt über der Straße, ja. Wird man vom Straßenverkehr überhaupt gesehen? Ja, also ich kann auf eine Expertise von über 100.000 Kilometer mit dem Velomobil hier zurückgreifen und ich kann sagen, man wird gesehen. Besonders wenn man immer die gleichen Strecken fährt, so zur Arbeit hin und zurück, da begegnen einem 95% der Kraftfahrer, die man jeden Morgen begegnet. Ja. Und ich merke ja immer die Reaktion der Autofahrer auf mich. Und da weiß ich eigentlich, dass ich immer mit großem Abstand überholt werde. Man ist ja auch sowas Besonderes im Straßenverkehr. Und diese Besonderheit ist eher eine höhere Aufmerksamkeit, als wenn ich ein Rennradfahrer bin oder ein Mopedfahrer. Die werden eigentlich weniger wahrgenommen, als ich hier mit meinem Velomobil. Mhm. Und die Tiefe spielt in diesem Fall keine Rolle. Ne? Die Lampen sind alle sehr gut. Ich habe vorne eine sehr gute Lupine-Lampe drin. Und ich habe vorne per Fernbedienung ein Fernlicht, was ich ein- und ausschalten kann. Ich habe Blinker, ich habe sehr gute Rücklichter. Nein, das ist ein Mythos, wenn man sagt, man wird als Velomobilfahrer nicht gesehen. Das stimmt nicht. Man wird sehr gut gesehen. Gibt es noch weitere Mythen? Einer ist zum Beispiel, mit dem Velomobil kommt man nicht einen Berg hoch. Ja, das ist auch so ein Mythos. Man darf ja Folgendes nicht vergessen. Auf dem Rennrad sitze ich ja auf dem Sattel und kann, ich sage mal, maximal mein eigenes Körpergewicht ins Pedal bringen. Vielleicht kann ich noch die Arme mit dazu nehmen. Wir nennen das mal Wiegetritt. In einem Velomobil, da ist die Hüfte fest. Das heißt, ich sitze richtig schön in meinem Schalensitz und kann so gesehen bei jeder Kurbelumdrehung Kniebeugen machen. Ich kann also sehr viel mehr Druck aufs Pedal bringen. Und ja, man ist bei einer gewissen Prozentzahl ist man etwas langsamer am Berg, ja. Aber ich sage mal, bis 3-4% kommt kein Rennradfahrer an mir vorbei. Alles, was drüber geht, ja, natürlich. Es sind 24 Kilo hier beim Velomobil. Ein Rennrad hat 7 Kilo. Und irgendwo spielt das Gewicht natürlich berghoch eine Rolle. Aber dadurch, dass ich viel mehr Druck aufs Pedal bringen kann, als auf einem Rennrad, ist der Unterschied nicht großartig zu bemerken. Aber man kommt die Berge hoch. Ansonsten habe ich die Übersetzung, dass ich hinten ja mal ein 1152 habe und ich kann hier vorne ein 60er Kettenblatt reinpacken. Es gibt die ja auch mit Zweifachübersetzung, dass ich vorne schalten kann. Also
so ein Velomobil ist auch was für die etwas gebirgigeren Gegenden und nicht nur für Schleswig-Holstein, wo ich Wasserwagen Eichgebiet bin. Ne? Und ansonsten sieht man ja voll verschalt und die Aerodynamik ist natürlich völlig anders, als wenn ich auf dem Rennrad sitze. Und man kann eigentlich sagen, wenn ich auf dem Rennrad 30 schaffe, dann kann ich mit der gleichen Leistung, die ich dann hier reinbringe, mit diesem Velomobil locker 45 fahren. Das ist einfach so. Und nach oben raus gibt es keine Grenzen. Ne? Kommt immer auf die Dicke der Beine an, wie schnell man dann nachher fährt. Ja, die Haube, wie man sieht, ist relativ schnell auswechselbar und macht das Velomobil eigentlich jetzt erst vollständig. Und das ist eigentlich auch eines der wichtigen Hauptmerkmale, diese Wetterunabhängigkeit. Das heißt, ich habe die Haube. Früher war es so, dass ein bisschen Nebel, ein bisschen Schnee, ein bisschen Regen, die Sicht schon so weit eingeschränkt war, dass ich nur noch mit offenem Visier fahren konnte. Was natürlich bei Minusgraden oder bei Temperaturen um 0 Grad ein bisschen unangenehm ist. Deswegen auch aus meiner Feder hier ein Scheibenwischer zum Beispiel. Der wird wohl manuell bedient. Das kann man gut sehen. Reicht aber voll und ganz aus, um den ganzen Dreck, Regen, Schnee und auch Niesel, Nebel ist auch immer so ein Problem, von der Scheibe runterzukriegen. Sodass man kontinuierlich mit geschlossenem Visier fahren kann. Zusätzlich hat man hier noch so ein sogenanntes Nackerdakt. Ich kann das mal von innen zeigen. Das wird einfach, dann zieht man einfach hier dran an diesem kleinen Schräubchen und öffnet jetzt hier den Lufteinlass. Die Luft kommt von hier rein und der Beschlag innen vom Visier ist damit auch Vergangenheit. Also kein Blindflug. Ach, überhaupt nicht. Das ist immer, ja, das können immer nur Leute sagen, die noch nie so viele Mobil gefahren sind. Die Technik heutzutage, die Entwicklung in den letzten 5 Jahren hat sich so stark entwickelt, dass man sagen kann, die Velomobile sind alle alltagstauglich. Ja. Ob im Sommer, ob im Regen, ob im Winter. Ich fahre damit auch im Schnee, da kommen halt andere Mäntel drauf, die halt ein bisschen mehr profiliert sind. Dann fahre ich halt keine 45 mehr zur Arbeit, sondern damit 35 oder 38 zur Arbeit. Aber trotzdem kann man damit sicher sich im Straßenverkehr bewegen. Ne? Wie ist das, wenn man die Haube drauf hat mit der Rundumsicht? Du hast ja letztendlich nur 2 kleine Spiegel. Genau, es ist auch immer so ein Mythos, aber jeder, der mal durch ein Schlüsselloch von der Tür geguckt hat, von Weitem sieht so ein Schlüsselloch aus, ist da gar nichts. Aber wenn ich mit dem Auge dicht bei bin, dann kann ich den ganzen Raum sehen. Und genauso ist es hier auch. Ich sitze ja relativ dicht an diesen Seitenscheiben und auch an der Frontscheibe. Das heißt, wenn ich meinen Kopf drehe, dann sehe ich nur Landschaft. Ich sehe gar nichts von der Haube. So viel kann man durch diese Haube sehen. Also ich sage mal das Schlüssellochprinzip. Jeder sollte mal zu Hause durch ein Schlüsselloch gucken. Also die alten Schlüssellocher, nicht die mit dem Zylinderschloss. Aber normales, ja genau, aber normales altes Schlüsselloch. Wenn man da reinguckt, dann sieht man den ganzen Raum. Und genauso ist hier auch. Ich habe Rundumblick. Das ist alles Scheibe hier. Ich kann Schulterblick machen. Ich kann aber auch genauso die Ampel sehen, wenn ich dicht an der Ampel stehe. Nein. Auch ein Mythos, den man widerlegen kann, spätestens dann, wenn man sich selber mal reingesetzt hat. Ich sehe landschaftlich alles. So, und was kostet das denn jetzt alles? Das ist nicht billig. Nee, das glaube ich. Es ist ja, es wird in Rumänien alles gefertigt. Okay. Ich sage mal, eigentlich ist es alles handgefertigt. Die Stückzahlen sind nicht sehr hoch. Und ja. Was ist das, ne? Die Stückzahlen? Die Stückzahlen, genau. Und die Grundausstattung zum Beispiel von diesem Velomobil fängt so bei 11.000 Euro an. Und wenn ich so die Vollausstattung haben will, mit Haube, mit allem drum dran, bin ich auch mal schon gerne bei 12.500 Euro. Okay. Deswegen, Jobrad zum Beispiel. Das war meine Frage. Ja, genau. Jobrad zum Beispiel bietet ja an, auch Preise, die etwas höher sind. Ja. Und so ein Velomobil ist zum Beispiel, und wird auch gerne gemacht, über Jobrad zu finanzieren. Okay. Und dann kostet das Rad dann eben mal so nur 250 Euro im Monat oder 300 über Jobrad. Und da ist sicherlich ein Argument. Denn über Jobrad hat man eine Vollkaskoversicherung. Man hat eine jährliche Inspektion, die automatisch da mit drin ist. Und das macht das Ganze sicherlich attraktiv. Ich kenne genügend, die sich ein Velomobil zugelegt haben und ihren Zweitwagen verkauft haben. Und damit hat sich das schon von selber
harmonisiert. Und so ein Velomobil, wenn man es einigermaßen pflegt, regelmäßig Inspektionen macht, weil alle beweglichen Teile müssen sicherlich mal überprüft werden, aber ansonsten kann da nichts dran kaputt gehen. Ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, es ist für viele halt der Ersatz für einen Zweitwagen, ja, vielleicht sogar für den Erstwagen und dann ja auf jeden Fall günstiger im Unterhalt. Weil man muss beim Verkauf so eines Velomobils natürlich erfragen, was will er damit. Ich habe Kunden, die wollen einfach nur Spaß haben. Ja, es gibt aber andere, die wollen es wirklich als Ersatz haben, die wollen damit einkaufen fahren und ähnliches. Dafür gibt es dann halt auch mal andere Modelle als dieses, ja, wie zum Beispiel so ein Quadrovelo, was hinten so eine Heckklappe hat, will ich mal fast sagen, wo man ganz viele Einkaufssachen reinpacken kann. Das ist wirklich, ja, alternativ zu einem Zweitwagen oder vielleicht sogar zu einem kompletten Auto. Und wie sieht es aus mit Urlaubsreisen und also, ja, Reisegepäck? Gibt es Möglichkeiten, hier auch einen Anhänger oder, ja, sowas? Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit, hier eine Verstärkung einbauen zu lassen, sodass, ja, man einen normalen Anhänger damit rüberführen kann. Aber man glaubt gar nicht, wie viel in so einem Velomobil reinpasst. Wenn man das Gepäck immer so in kleinen Volumen hält, man kann ja auch hier oben, hat man einen Hohlraum, den kann man vollstopfen. Man hat hier an der Seite die Möglichkeit, ganz viel Gepäck reinzupacken. Und das habe ich jetzt hier nicht verbaut. Darum ist ein Problem. Genau. Man kann hier vorne, links und rechts, auch noch Gepäckfächer einkleben, sodass man Dinge, die man vielleicht nicht ständig braucht, wie Werkzeug, wie Ersatzmittel und so weiter, die kann man auch noch hier vorne verstauen. Ja. Ich habe Bilder gesehen, da war neben dem Velomobil alles voll mit Sachen von jemandem, der wirklich eine lange Reise geplant hat. Der ist nämlich einmal von Deutschland bis runter nach Portugal, ja, und wieder zurück. Und hat alles ohne einen Anhänger in einem Velomobil reingepackt. Aber das geht. Ein großes fettes Zelt hier oben raufbauen ist eine schlechte Idee. Aber heutzutage sowieso nicht. Genau. Nein. Aber dafür kann man unterm Sitz hier. Ja. Ein Zelt zum Beispiel passt wunderbar hier unten in dem Bereich. Ich habe ja im anderen Kanal auch mal einen Film darüber gemacht, mit wie wenig Packmaß man eigentlich unterwegs sein, ja, kann mit einer Arschrakete um die Welt, genau, sozusagen. Und das kriegen wir ja locker hier so. Also rein. Das, was an einem Rennrad ranpasst. Ja. Um eine Weltreise zu machen oder irgendwas, ja, das passt auch hier rein. Ja, das denke ich. Nur man muss das Packmaß klein halten. Ne? Richtig. Das 10-Kilo-Zelt sollte man dann vielleicht, ja, ja, nicht, ja, mitnehmen. Da gibt es ja verschiedene, genau, Philosophien, aber manche wollen ja möglichst viele Taschen an ihr Fahrrad binden und andere möglichst wenig. Aber dafür gibt es ja diese, die ich auch ganz gut finde, diese Einrad-Anhänger. Ja, ja, genau. So Mitfahrer, ja, die kann man sehr gut hier auch, ja, an dem Velomobil, genau, befestigen. Genau. Das geht. Gut. Ja, ja, du willst ja nicht fahren. Nee, dann hält man sich hier so drauf fest. Ja, genau. Dafür den Spiegel abzureißen, haben, genau, wir den Spiegel abgerissen. Herzlichen Glückwunsch. Du musst jetzt mal eine Beweglichkeit üben. Eieieiei. Das ist noch eng, aber das ist extra gemacht, damit du nicht rausfliegst. Aha. So und so. Und jetzt bist du ganz breit. Wow. Schlafen, Fahrrad fahren. Das ist ja geil. Das ist ja völlig abgefahren. Man liegt hier so wie so ein... Ja, genau, nimm den Tiller ruhig mal in die Hand. Du hast es wirklich so, hier ist noch ein Draht, dass er wirklich nicht auf den Bauch fällt. Ja. Und dann hast du hier die Armstützen. Die müssten für deine Größe natürlich etwas anders eingestellt werden. Ja. Aber dann liegen die Arme hier auf und du hast dann nur... Und die Lenkbewegungen sind wirklich nur so. Mehr ist das nicht. Es ist minimal. Da sind da. Okay. Da darf ich nicht gegenkommen, sonst fliegen die alle weg. Ja, aber so in etwa musst du dir das vorstellen. Ne? Und, ja, du merkst im Rücken... Total bequem, ne? Ohne dass da eine Polsterung ist. Ja, geil, Mann. Und Bremse ist dann einfach nur runterdrücken. Oder? Ja, genau, das ist so. Dann einfach hier mit beiden Fingern einfach so, zack, kannst du. Mehr ist es nicht. Das ist sehr simpel dann. Ja, ja, ist ganz simpel. Da rollt er. Ja, genau. Da ganz hinten ist Erdrennen, ich komme aber nicht hinterher. Ich muss das gleich mal irgendwie so machen, dass ich dann irgendwie vorausfahre und dann warte. So lange. Also, er hat sich reingesetzt und jetzt brettert er hier durch die Gegend. Tut. Rollen. Ja, Götz. Lange geplant, diese Probefahrt. Oh ja, oh ja. Ist
hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, weil immer wieder was dazwischen gekommen ist. Jetzt haben wir es endlich geschafft und ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Also Rollen mit 38 km/h ist schon ganz nett. Rollen, ne? Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert. Wenn man drin sitzt, habe ich auf jeden Fall vorhin festgestellt, man sollte auf jeden Fall irgendwie eine Kappe oder eine Brille aufhaben, weil als uns ein Auto überholt hat, flog dann das ganze Gras ins Gesicht. Und wenn man dann recht schnell ist, ist das nicht ganz so schön. Nicht. Egal. Okay, ohne Visier. Ja. Genau. Ja, genau. Wir sind jetzt offen gefahren, weil es heute super warm ist. Ja. Aber es macht sehr viel Spaß. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie in so einem Sack Nüsse, weil das alles doch irgendwie rattert und klappert und es nicht ganz so gefedert ist. Macht Geräusche. Bei Unebenheiten. Aber. Hank meinte irgendwas von Noise Cancelling Headphones. Also, ja, genau. Ich bin sehr vorsichtig gefahren, auch in Kurven, haben die beiden Profis mir hier gesagt. Ich habe immer wieder gebremst, weil ich das mit dem Lenken noch so ein bisschen rausfinden musste. Aber wenn du dann wirklich mal reintrittst und es drückt, du drückst dich so in den Sitz, dann bringst du wirklich viel Kraft auf die Pedale. War wie prognostiziert und dann fährst du halt so mit 43 da über diesen Feldweg. Das ist schon ganz schön. Also hat Spaß gemacht. Einzige Manko ist natürlich der Preis an sowas. Ne? Und natürlich, wer sowas haben will, der braucht Platz. Ja. Das ist immer das Problem, also eine Garage oder sowas, weil irgendwie das in einem Mehrfamilienhaus im Keller zu tragen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Dann sieht das nicht lange schön aus. Ja, ansonsten hat das sehr viel Spaß gemacht. Man ist halt unter Dach, ne? Das muss man mögen. Also ich bin lieber an der frischen Luft. Ich bin eher so der Typ Liegeradfahrer. Aber ich fand es gerade super spannend, damit zu fahren. Ja. Und man merkt einfach mal, ne, was so geht. Und, aber auch, wo man irgendwie Probleme... Also ich hatte jetzt gerade Probleme mit dem Baden am Anfang. Ich habe das am Anfang aber auch gemerkt. Ich hatte das in Knöcheln gemerkt, dass das so ein bisschen schmerzhafter ist. Aber das war dann irgendwie nach ein paar Kilometern weg. Okay. Aber ich glaube, Axel sagte auch, 1000 Kilometer oder sowas muss man fahren, um so ein bisschen reinzukommen. Stimmt das? Jo. Jo, sagt er aus dem Hintergrund. Genau, also von daher. Also einen Monat quasi. Ja, und dann, ich denke, dann ist auch die Sicherheit da für Kurvenfahren und sowas. Ja. Der kleine Kreisverkehr da hinten, wo wir hier reingefahren sind, da haben wir aber auch echt den vollen Umfang gebraucht. Ja, ich muss auch einmal gerettet werden. Ich bin auch gerade in Runde gefahren. Also man kommt da, wenn man das noch nicht so raus hat mit der Lenkung, dann kann das schon mal sein, dass man irgendwo... Ja, man kann halt hier nicht zurücktreten und es gibt auch keine Löcher im Boden, wo man hier mit Feuerstein machen kann. Ein Tipp war irgendwie, dass man dann den Arm rausnimmt und sich auf den Boden langschabt. Oder man findet jemanden, der freundlich ist, der einen dann quasi umdreht. Ja, das geht. Entschuldigung. Ja. Autofahrer anrufen, hier können Sie mir mal helfen. Genau, nee, aber ansonsten... Man kann auch aussteigen. Man kann auch aussteigen. Das kann man auch. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Die Erfahrung nehme ich gerne mit und wenn mein S-Pedelec irgendwann mal kaputt ist, Götz, fahre ich ja vielleicht auch mal was. Also ich würde mir sowas eher kaufen als ein S-Pedelec, aber das muss ja jeder selber wissen. Aber du hast ja auch noch ein paar Hügel da auf deiner Strecke, da muss man erstmal ein bisschen Knöpfe in den Beinen haben. Ja, vor allem sind das ja dann doch mal 18% Steigung gerade an der Appenrader Förde und dann weiß ich nicht, wie gut man damit hochkommt. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade ohne Klitz gefahren mit Sandalen. Das geht natürlich nicht, wenn man nur Cleat mit ein hat. Deswegen, und außerdem, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich die Wadenkrämpfe hatte. Ja, wer Cleat-Anfänger ist, der muss sich ein Velomobil kaufen, denn er vermeidet das erste und zweite Umkippen. Da kippt man nicht um. Genau. ich glaube, ich habe auch verkürzte Wadenmuskulatur. Das hat man gerade gemerkt, wenn man da irgendwie einen längeren. Aber es ist wie beim Liegerad, du brauchst eine Zeit der Umgewöhnung, weil du anders pedalierst als auf einem normalen Fahrrad. Als ich gerade dann dir hinterher gefahren bin mit meinem Gravelbike, habe ich erstmal gedacht, boah, ich sitze 3 Kilometer weit oben im Vergleich. Ja. Also es ist ein totaler Unterschied, ganz krass. Und komischerweise ist von Velomobil auf normales Fahrrad, dass die Umgewöhnung war jetzt irgendwie größer als umgekehrt. Aber egal. Okay. Aber du bist auch eine ganze Ecke damit gefahren, jetzt waren das 20 Kilometer sind wir gefahren. 20 Kilometer? Ja. Aber auch in einer recht guten Zeit, würde ich sagen. Ja. Auch wenn wir langsam waren, wie also das bestätigt wurde. Das mit der Umgewöhnungszeit finde ich jetzt überhaupt kein Problem. Also das ist ja eigentlich schon eher reizvoll, dass man dann seinen Körper nochmal irgendwie anders tritt. Genau. So, um zum Punkt zu kommen. Hoher Preis, dafür ziemlich cooles Gerät. Zweitwagenersatz kann ich mir da definitiv nicht vorstellen, gerade wenn man viel pendeln will und so weiter. Und als Sportgerät natürlich auch, wenn man wirklich sagt, also es gibt ja so Velomobilclubs, wo man dann sieht, was die auf Strava an Kilometern fahren. 500 Kilometer mit einem 40er Schnitt oder sowas, das ist schon echt. Ich würde schon sagen, man braucht einen Plan und wenn man den hat, dann kann man sich das auch schön rechnen und dann ist das gar nicht mehr so viel Geld. Das stimmt.
Ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, ich glaube, es wird ein großes Video, egal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo natürlich. Und wenn ihr in Schleswig-Holstein wohnt oder auch im Umland und ein Velomobil mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr hier nach Schuhe kommen. Und ja, das glaube ich für einen kleinen Obolus Probefahren, ne? Genau. Aber alles Weitere findet ihr dann auf der Webseite velomobile-sh.de. Der einzige hier, von daher, guckt mal rauf. In dem Sinne, Dankeschön Axel und Henk fürs Vorbeikommen und bis dann. Ciao.